Hallo und herzlich willkommen zurück hier im LS19 auf der Ravensberg. Ja, wir sind hier im Winter angekommen, früh im Winter. Es hat noch nicht geschneit. Also noch kein Winterdienst. Also machen wir heute ein bisschen Getreide verkaufen, ne? Zweitens, das ist die Donnerstagsfolge. Donnerstag? Muss das hier kommen sein? Ich nehme am Montag auf und am Montag ist für diese Karte ein Update rausgekommen. Auch ein ziemlich geiles Update, muss ich sagen. Und zwar, haltet euch fest, wer das noch nicht wusste, es gibt neue Feldfrüchte. Wir haben, wie ihr da seht, Feldfrüchte 1. Ackergras hatten wir ja schon von Anfang an. Wir haben jetzt noch dazu gekriegt Luzerne, Klee, Karotten und Zwiebeln. Also, meine lieben Freunde, wir werden auf jeden Fall die Wiese hier kaufen. Da werden wir Ackergras drauf machen. Hier haben wir noch zwei Wiesen. Eine davon, muss ich mal gucken, werden wir wahrscheinlich Luzerne oder Klee anbauen. Mal schauen. Und ich werde wahrscheinlich noch eine Wiese oder so kaufen, damit wir ein bisschen Abwechslung haben. Klee, Luzerne, normales Gras, Ackergras. Gut, Ackergras können wir auch einmal ernten. Weiß nicht, irgendwo vielleicht noch eine Wiese kaufen, mal sehen. Und da werden wir dann noch irgendwas draufhauen. Ich bin jetzt auch, ich habe jetzt auch so ein bisschen schon geguckt, aber ja, Tiere brauchen das nicht. Karotten oder Zwiebeln brauchen sie, aber keine Luzerne oder Klee. Ich weiß jetzt auch nicht, ob in die Fahrsilos irgendwie was reingeht an Luzerne oder so. Oder Heu, Luzerne oder Heuklee oder irgendwie sowas. Das müsste ich nochmal gucken. Aber das mache ich alles nach der Aufnahme, denke ich mal. Gut, wir werden erstmal hier in unseren schönen Case einsteigen. Apropos, wir haben über 300.000 Euro. Ich habe noch ein, zwei Aufträge gemacht. Also wird denn auch auf jeden Fall, werde ich das Feld noch kaufen, auf jeden Fall. Und der neue Case wird dann auch gekauft. Ja, und dann müssen wir mal gucken. Zwecks. Oder ist ein, oh, dann könnte ich die. Das Multisilo hier. Was haben wir denn hier noch? Maiskartoffeln, Zuckerrüben ist klar. Zuckerrohr, Saatgut, Karotten, Kalk. Dann könnte ich den Rest eigentlich auch verkaufen. Schweinefutter, Ackergras. Hauen hier erstmal Weizen rein. Und hier hauen wir Gerste rein. Haben wir nämlich zwei unterschiedliche. Müsste ich nochmal gucken. Also Weizen kriege ich 7,54 an der Mühle. Und Gerste kriege ich 7 beim Hafen. Oh, ist ja eigentlich beides in der Nähe, ne? Ist auch gut. Ich glaube, die Mühle ist hier unten und der Hafen ist hier. Ne, das hier ist der Hafen, ne? Das ist der Hafen. Die Mühle ist da. Gut, dann fahren wir erstmal zum Hafen. Hafen war jetzt, Gerste. Dann bringen wir doch mal die Gerste dahin und den Ha und den Weizen hinten hin. Gibt nicht viel, aber gibt ein bisschen was, ne? Gibt nicht viel, aber ein wenig. Wie gesagt, dann kommt auf jeden Fall der neue
Käse bald dazu. Müssen wir nochmal gucken. Also das Update mit den neuen Feldfrüchten ist ja echt geil. Und jetzt habe ich meinen Plan schon aufgestellt für nächstes Jahr. Müssen wir übernächstes Jahr machen. Müssen wir irgendwo nochmal Karotten und Zwiebeln irgendwie so anbauen. Würde mich ja schon ein bisschen interessieren, ne? Mich interessiert das auch mit dem Klee und das, ob wie das jetzt funktioniert. Ob ich da auch Heu rauskriege. Kleeheu, sag ich mal. Oder ob ich nur Klee-Silage kriege. Im Grunde ist das ja alles nur Silage. Ne? Wir kennen es ja, aber wir können ja so tun, als ob, ne? So, dann fahren wir mal als erstes hier zum Hafen für die Gerste. Ist hier vorne, ne? Ja. Ja, neues Update. War echt, das hat mich auch, ne? Also musste ich erstmal gucken. Einige Sachen geht auch nur mit einem neuen Spielstand. Aber habe ich jetzt irgendwie nicht so Bock drauf gehabt. Neuer Spielstand extra. Es sind auch nur Kleinigkeiten. Ich sag mal, wenn das... Falls das gar nicht funktionieren sollte, dann müssen wir nochmal einen neuen Spielstand anfangen. Und dann muss ich mal gucken. Hier auf dem Gelände fahren wir mal ein bisschen sachte, ne? Ja, wenn das überhaupt nicht funktioniert, dann muss ich nochmal einen neuen Spielstand anfangen. Aber dann werde ich das auch so machen, dass wir dann im Frühjahr sind. Und ich dann, ich sag mal, sozusagen da auf oder da weitermachen kann, wo wir aufgehört haben. Jetzt muss ich mal gucken, wo kommen wir denn jetzt am besten zur Mühle. Mühle ist hier hinten. Wir können jetzt, ja, ist eigentlich egal, wie wir jetzt fahren. Ach ja, hier ist ja der Kreisel. Stimmt, ja, genau. Kann ich so oder so fahren, das ist Jacke wie Hose. Wir fahren mal hier. Was würde denn heißen, wir müssten, wenn wir dann irgendwo noch was anbauen, Klee oder so, dann müssen wir auf jeden Fall nochmal die Flächen pflügen, die wir dann halt bestellen wollen, ne? Mit Klee oder Luzerne. Da müssen wir auch noch, das können wir auch gleich noch einmal machen, wir haben noch Zeit. Wie die Ausbringtemperaturen für die jeweilige Frucht sind. Jetzt ist sowieso zu kalt, das weiß ich auch. Aber da kann man, können wir uns da so ein bisschen orientieren. Ravensberger Mühle hier. Ach ja, genau. Das war ja hier so. Und so. Und dann war das ja hier. Und dann so. Ein bisschen verwinkelt. Gibt halt noch mal ein bisschen Geld, ne? Können wir gleich nochmal gucken, wegen den Sonnenblumen können wir gleich nochmal gucken. Sonnenblumen
bringen im Frühjahr 1450. Gut, alles klar. Wie sie Bescheid. So. Gucken wir mal. Was haben wir hier? Luzerne, Ackergras 2 Grad, Luzerne, Klee 2 Grad, Karotten 2. Okay, das ist nicht so richtig angepasst. Alles bei 2 Grad. Ah, guck mal an. Klee kann ich im Frühjahr und im späten Frühjahr aussehen, genauso wie Luzerne und Ackergras auch. Luzerne und Klee kann ich von Mitte bis Mitte Frühling bis Mitte Sommer ernten. Dann kann ich es auch erst wieder ansehen. Und Ackergras. Ich glaube, Ackergras hat sich ein bisschen geändert, glaube ich, ne? Kann sein. Karotten und Zwiebeln kann ich Mitte Sommer ernten. Ja. Das ist doch. Das ist doch schon mal nicht so schlecht. So, wir werden jetzt erstmal, da wir das Geld ja haben, werden wir hier jetzt erstmal einmal unser Land kaufen. Das heißt auch, ich muss noch einmal Bodenproben nehmen. Dafür. Das kann ich ja jetzt machen. Also, ne? Denkt man nicht, dass ich das jetzt noch in der Aufnahme schaffe. Ich glaube nicht. So, dann haben wir auf jeden Fall schon mal unser Feld drinne. 79 haben wir jetzt bezahlt. Gucken, vielleicht werden wir auch erst im Frühjahr die Bodenproben nehmen. Eigentlich ist der Boden ganz schön hart. Ich weiß nicht, ob wir da eigentlich mit einem Dings durchkommen, mit dem Gerätchen. Ich hatte noch ein, zwei Düngeaufträge gemacht. Einer hat nochmal 10.000 Euro eingebracht. Muss ich sagen, ganz gut. Vielleicht plane ich auch schon mal für übernächstes Jahr. Unsere Feldfrüchte und unsere Aussaat ein. Da gibt es ja nämlich auch so einen schönen Ernter. Zucker, für Kartoffeln und sowas alles. Für Karotten und Zwiebeln. Es ist halt so eine... Ah, geil. Würde ich jetzt eigentlich auf der Stelle machen wollen. Aber wir haben ja schon einen Plan für die nächste Saison fertig. Und daran will ich mich auch halten, ne? Ich will jetzt nicht die ganze Scheiße wieder umschwerfen. Nur, ne? Ist nicht so meins. Wir machen das, aber halt, wenn die Zeit dran ist, ne? Ich bin jetzt nicht so einer, der nur weil jetzt was Neues draußen ist oder ein Update und bin ich nicht einer, wo der dich vielleicht ein bisschen eher einlenken soll, bin ich nicht einer, der jetzt gleich so, ne, das muss ich jetzt unbedingt auf der Stelle und sofort machen. Nein, wenn es dran ist, ist es dran. Und erst dann wird es auch gemacht. Und ich denke mal, so lange können wir dann warten auch noch, ne? Außer ihr sagt, ihr wollt das unbedingt sehen in der nächsten Saison schon. Okay, dann werde ich das nochmal umändern, ne? Weil wir müssen, oder ich muss ja für nächstes Jahr sowieso ein Feld noch dazu kaufen. Oder übernächstes Jahr, besser gesagt. Weil hier, das ist ja 9, Feld 9, das ist Feld 10 und 11. Muss ich mal gucken, wie ich das mache.
Zwiebeln sind mit drin, Karotten. Kleine Zähne. Das Auswirkungen? Sojabohnen? Das nicht unbedingt. Ich finde auch geil, dass die deutsche Bezeichnung davor steht und die englische in Klammern daneben. Da muss ich mal gucken. Da muss ich nochmal gucken. Gut, ja. Das war's dann auch schon wieder. Kleines Video von hier, ne? Und ja. Vielleicht wie nächstes Video denke ich mal eventuell vielleicht hier Winterdienst. Ich glaube, das soll nächsten Tag noch schneien. Mal gucken. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Däumchen da lassen. Gerne auch ein Abo. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüssi.